Hallo VfR-Fans, hallo Sportfreunde. Ich möchte euch recht herzlich beim VfR-TV begrüßen. Wie immer ein altbekanntes Gesicht, unser Trainer Daniel Weber. Hallo Daniel. Hallo, grüß dich, Martin. Es sind ja jetzt ein, zwei Tage vergangen. Ich würde ganz kurz mit dir aufs Memming-Spiel als erstes eingehen. Wie ich dich kenne, hast du es bestimmt analysiert und tausendfach angeschaut. Wie ist dein Fazit von dem Spiel jetzt im Nachhinein? Ja, also man muss sagen, wir haben schon verdient verloren im Memming, aber ich habe eine sehr, sehr gute Phase von uns gesehen. Die war in der zweiten Halbzeit, da steht es 1-0 für den Gegner. Verdient zu dem Zeitpunkt, aber wir sind da sehr gut aus der Kabine gekommen, haben wahnsinnig viel Druck gemacht, haben uns den Gegner eigentlich sehr, sehr gut hingerichtet und leider haben wir aber dann vergessen, das finale Tor zu machen. Und ich glaube, das wäre der Türöffner gewesen, um ins Spiel zurückzukommen. Und dann, wie so Spiele halt laufen, irgendwann musst du immer weiter aufmachen und dann machst du immer mehr Druck nach vorne und dann, ja, dann passiert es halt auch, dass hinten Räume sind zum Konter für den Gegner. Mhm. Ja, und dann, wenn du kleine Fehler machst, dann in der Vorwärtsbewegung, dann kassiert man dann halt hinten das finale Tor und das hat uns halt den Genickschuss an dem Tag gegeben. Und ja, leider, wie gesagt, ich habe eine couragierte Leistung von meiner Mannschaft gesehen, auch unter wahnsinnigen Umständen. Also die Platzverhältnisse waren schon für beide Mannschaften ziemlich grenzwertig, aber gut, wir müssen unsere Lehren daraus wieder ziehen und nächste Woche vorwärts marschieren, um den nächsten Dreier einzufahren. Ja gut, jetzt sagen wir, die zweite Halbzeit macht ja schon Mut, gerade die ersten 25 Minuten in der zweiten Halbzeit, aber wieso kam es erst in der zweiten Halbzeit, also diese starken 25 Minuten und nicht von Anfang an schon? Ja, das darf man nicht immer so nur an sich selber festmachen. Also der Gegner hat es schon hingebracht in der ersten Halbzeit, obwohl ich da auch, wie gesagt, ich habe es mir heute komplett nochmal angeguckt, die erste Halbzeit, um da auch zu wissen, woran es halt gelegen hat. Und die ersten 20 Minuten waren wahnsinnig zerfahren im Spiel. Also da ging überhaupt gar nicht viel bei beiden Mannschaften. Wegen des Platzes oder weil einfach beide sich neutralisiert haben? Ja, ich glaube beides. Es war dem Platz geschuldet und dem Gegner geschuldet, dass du hast wahnsinnig viele lange Bälle spielen müssen. Der Platz war so durchweicht, der hatte so viel Sehnen, dass du das Kurzpassspiel überhaupt nicht anbringen konntest. Du konntest gar nicht wirklich über, vor allen Dingen in der linken Hälfte, wo wir zu Hause waren in der ersten Halbzeit, da konnte man gar nicht richtig den Ball hinten rausspielen, immer mit der Gefahr, dass er liegen bleibt. Und dann musste man wahnsinnig viele lange Bälle spielen, was gar nicht so unser Ding eigentlich ist. Aber, und da muss man sagen, da sind die Memminger äußerst stark. Die haben sehr robuste, große Spieler. Und da haben wir sehr, sehr viele Kopfballduelle verloren. Und deswegen ist dieses zerfahrene Spiel halt einfach zustande gekommen. Und ja, wenn ich dann aber auch sehe, eigentlich haben wir die erste richtige Möglichkeit gehabt im Spiel. Dann hat der Gegner, ist dann halt aufgekommen und dann wirklich nach 25 Minuten haben wir uns halt von dem robusten Spiel ein bisschen einschüchtern lassen und dann kommen 20 Minuten, die gefallen mir halt überhaupt nicht. Aber auch da muss man sagen, haben wir nur, Gott sei Dank, nur ein Tor kassiert. Stefan hat da zweimal stark gehalten, dann haben wir mal Glück gehabt. Und in der Phase haben wir auch unsere zweite Chance eigentlich, also können dann auch schon wieder den Türöffner in das Spiel trotzdem machen. Ja, und am Schluss kriegst du halt dann diesen Gegentreffer, der dann auch nicht so, naja, so rausgespielt sah, der wirklich auch nicht aus vom Gegner. Und dann, ja, dann passiert so ein Tor und du musst halt gucken, dass du vernünftig in die Halbzeit kommst. Und das haben wir dann mit dem 1-0 ja Gott sei Dank auch hingekriegt. Ja, und dann hast du in der Halbzeit ja auch die richtigen Worte gefunden. Ja, da muss man ihnen einfach manchmal in Erinnerung bringen, dass sie auch Fußball spielen können und dass sie sich nicht da so vom Gegner beeindrucken lassen müssen und nicht auf den ihr Spiel einlassen müssen. Und da haben wir gesagt, okay, wir haben doch nichts zu verlieren. Und einige Spieler haben mir nach dem Spiel auch gesagt, manchmal ist das 1-0 für den Gegner so, ach, jetzt ist es schon egal, jetzt können wir auch Fußball spielen, jetzt können wir auch unser Ding machen. Also es fällt auch hin und wieder eine Barriere dann. Und die ist gefallen und leider nicht in einem Tor geendet. Und das ist halt wieder der Kasus Knaxus in ihrem Spiel. Du musst halt deine Tore machen. Und das haben wir halt dann nicht gemacht in der zweiten Halbzeit. Und dann ja, sieht das Ergebnis am Schluss ein bisschen so aus, als ob wir da abgeschlachtet worden sind, was aber nicht der Fall ist. Ich meine, 84. und 88. die Gegentore zu bekommen. Ja gut, aber die Konter sind ja entstanden aufgrund, weil wir ja Druck ausgeübt haben. Und da war es ja die... Ja, weil wir dann auch, da haben wir auch dann Fehler gemacht. Ne? Also wenn wir einen Ballannahmefehler im Mittelfeld machen, wenn der Torwart hinten einen Ball rausschlägt,
dann darfst du dich halt nicht wundern. Ne? Alle denken schon, du kannst wieder vorwärts marschieren, weil der Ball ist ja bei uns und dann staubst du halt dem Gegner in die Füße und dann geht die Chance nach hinten los. Und dann muss man natürlich noch dazu sagen, also der Sonntagsschuss zum 2-0, der gelingt ihm auch nicht oft in seinem Leben. Und da muss man halt anerkennen, dass der Gegner an dem Tag den Ticken besser war. Dass das, wie gesagt, mit 3-0 ausgeht, dann sieht halt für den Außenstehenden ein bisschen doof aus. Aber ich glaube, dass die Berichte in der Zeitung auch schon gezeigt haben, dass wir dass es nicht so krass war. Aber was man ja sagen kann, du hast es ja nochmal angeschaut, du hast es jetzt analysiert. Wie sieht es denn jetzt am Wochenende aus gegen Fürth? Auf was können wir uns da einstellen? Ja, wenn ich das immer so als Plan mache. gegen Memmingen habe ich auch was anderes geplant. Und und dann kommt so ein Wolkenbruch vorm Spiel. Und dann musst du dir eine ganze Spieltaktik, die du eigentlich dir zurechtgelegt hast gegen den Gegner, musst du einfach ändern, weil das gar nicht geht. Das heißt, man muss halt dann doch immer auch kurzfristig versuchen, einen Plan, Änderungen im Kopf zu haben. Und gegen Greuther Fürth, ich weiß nicht, ob wir uns zurzeit ein bisschen einfacher tun, gegen die Amateurmannschaften zu spielen, weil sie doch auch vom Grundcharakter etwas unerfahrener sind, jünger sind, naiver auch manchmal, nicht so zuverlässig mit ihren Torschancen auch umgehen, wenn sie welche haben. Und das haben wir bisher in allen Spielen bewiesen, 60, Ingolstadt und Augsburg, dass wir da was holen können gegen so Mannschaften. Wir spielen sehr gute Ordnungen, sind technisch in ihren Bereichen sehr, sehr stark, aber wenn du da taktisch einigermaßen gut ausgebildet bist, und das denke ich, das sind unsere Jungs, dann findet man seine Mittel dagegen. Und auf das werde ich mir auch am Wochenende wieder konzentrieren, dass wir es schaffen, unser Spiel an denen ihrem Spiel zu orientieren. Und und das ist auch keine Mannschaft, die vor Selbstbewusstsein strotzt, sondern auch ein bisschen hinten drin hängt. Haben zwei Spiele weniger als die anderen Mannschaften, aber weil auch dieses Wochenende ausgefallen ist wegen den Profis. Und ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben dann endlich mal wieder ein Heimspiel. Man muss ja auch zu der Bilanz zur Zeit sagen, die sieht gut aus, aber viele Mannschaften und auch wir wollen uns natürlich auch durch unsere Heimstärke ein bisschen etablieren. Und wenn du jetzt 6 Auswärtsspiele und 3 Heimspiele hattest und das Auswärts man in so einer Liga nicht ganz so stark sein kann wie zu Hause, glaube ich, das weiß auch jeder. Und da muss man ein bisschen realistisch an die Dinge rangehen und sagen, jetzt kommt wieder ein Heimspiel und ja, da rechnen wir uns schon was aus. Kriege ich vielleicht von dir noch ein klares Wort, 1 oder 3 Punkte? Wir streben ganz klar 3 Punkte an, okay, an dem Wochenende und nicht einen. Mit einem kommen wir nicht wirklich weit vorwärts. Das ist doch mein Wort, das hört sich doch super an. Jetzt habe ich noch eine Frage, es sind jetzt 9 Spieltage vergangen. Wie hast du jetzt persönlich diese 9 Spieltage in der Regionalliga erlebt und erzähl uns noch mal ein bisschen so aus deinem Gefühlskreis. Ja, also es ist schon eine Riesenerfahrung, mit unserem Verein in der Liga zu spielen. Ich ziehe den Hut vor meinen Jungs, die das hervorragend machen. Also wir haben uns, glaube ich, gegen jeden Gegner sehr achtbar, ob gewonnen oder verloren, sowohl spielerisch als auch kämpferisch aus der Affäre gezogen. Haben unsere Lehren auch schon gezogen aus einigen Spielen, so wie aus Illertissen oder so, wo wir, wenn du gegen eine Top-Mannschaft der Liga dann doch mal wirklich richtig ins Hintertreffen gerätst. Aber dann sind natürlich auch die schönen Stadien, in denen du spielst, egal ob das jetzt am Wochenende in Memmingen ist oder in Buchbach war, also es ist schon was Besonderes. Somit bin ich da, ja, es überwiegt so ein bisschen der Stolz zur Zeit darauf, dass es auch so gut funktioniert. Meine 10 Punkte zum jetzigen Zeitpunkt, hört sie jetzt, letzte Woche hätte sie mich gefragt, aber ich war mit den 10 Punkten durchaus sehr, sehr zufrieden. Diese Woche muss ich sagen, ja, der Punkteschnitt ist nicht so ganz da, wo ich ihn haben möchte, aber wie gesagt, wir haben 6 Auswärtsspiele hinter uns und ich glaube, dieses Gefühl in der Liga zu spielen ist wahnsinnig toll. Also ich glaube, jeder Amateurfußballer beneidet uns darum, auf so hohem Niveau, auch vor so vielen Zuschauern oft spielen zu können. Und ja, jede Auswärtsfahrt hat bisher riesen Spaß gemacht, auch vom Ambiente her, von den
von den mitgereisten Fans von uns. Und das ist ein Riesendank an die alle, die da immer mitkommen. Ne? In Memmingen war fast kein Platz mehr im Bus frei. Also die Spieler mussten sich sehr eng drängen, damit halt alle Fans auch noch Platz hatten. Haben sie aber auch gerne gemacht. Und, aber wie gesagt, das ambiente Freitagabend zu spielen in einem richtigen Fußballstadion und da wirklich, es sind halt Sachen, die halt bieten die anderen Ligen halt, halt nicht immer, sondern nur manchmal in Ausnahmen. Und ja, wir nehmen das so wie es halt gerade ist. Es ist ein Riesenlob, in dieser Liga zu spielen, aber wir müssen noch ein bisschen lernen und ja, um dann einfach auch den Schritt zu schaffen, diese Liga zu halten. Und ich habe gesagt, Fazit nach ersten 10 Spieltagen kann man vielleicht schon mal ziehen. Es sind 9. Ich glaube, Fazit ist positiv. Mhm. Entwicklungspotenzial noch da. Jetzt so unter uns, ich meine, es hört ja kaum einer zu jetzt. Ich meine, wie sieht es denn aus? Klassenerhalt, jeder redet davon, aber willst du mir vielleicht irgendwie was Höheres sagen an Ziel vielleicht auch? Ist da was drin? Naja, also da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Der Platz, den wir jetzt innehaben, wenn ich den nach der Saison habe, dann ist es wie eine Meisterschaft zu feiern. Und okay, das werden wir dann auch tun. Da du Feiern gerade ansprichst, ihr habt euch ja schon ein bisschen selber belohnt bei dem schönen Spiel in Bamberg. Seid ihr anschließend noch, habe ich gehört, in Bamberg auf der Sandkerber gewesen? Die Jungs haben richtig Spaß gehabt oder habe ich da was Falsches verstanden? Nee, weil es war... Wir hatten zuerst ein bisschen Wunden zu lecken, wenn man das so schön sagt, mit 2 verletzten Spielern, die dann aber trotzdem fleißig mitgegangen sind. Es war für mich eine Erfahrung. Ich war auf diesem Altstadtfest noch nicht, fand es wahnsinnig toll. Die Altstadt ist wunderschön in Bamberg. Das Ambiente mit Feuerwerk und vielen Bühnen und viel zu essen, überall haben die Jungs sich verdient gehabt nach dem Spiel. Und ja, ich glaube, das war ein wirklich tolles Erlebnis, auch da nochmal die paar Stunden auch da zu investieren, um mitten in der Nacht zurückzukommen. Aber ich glaube, das macht uns ja aus, dass wir auch mal so Sachen machen können, um ein bisschen was zurückzugeben. Allen drumherum, die mitfahren immer und auch der Mannschaft für ihr Engagement, dass sie da jede Woche an den Tag legt, dann auch mal ein bisschen zwischendurch, ein bisschen zu feiern, ein bisschen fröhlich zu sein. Ich glaube, das gehört auch dazu. Ich glaube, da haben die Jungs und die Fans, die mitgefahren sind, auch sehr drüber gefreut. Jetzt, da wir über Feierlichkeiten reden, meines Erachtens hat ein neuer Spieler, glaube ich, bei uns unterschrieben. Vielleicht willst du dazu noch kurz was sagen, damit der vielleicht auch mal irgendwann mitfeiern kann. Ja, also erstmal, ich freue mich sehr über die Verpflichtung von Lukas Genkinger. Wir haben ein junges Talent, das beim FC Bayern leider keine Rolle mehr gespielt hat, nach der A-Jugend jetzt hin in die Amateurmannschaft, haben wir überzeugen können, dass wir vielleicht der richtige Verein für ihn sind und zum jetzt gleichen Zeitpunkt, wie wir hier reden, unterschreibt er gerade für die nächsten 2 Jahre und das ist ein defensiver Spieler, Außenspieler, schneller Mann, körperlich robust, technisch gut, hat auch schon beim VfB Stuttgart in der Jugend gespielt, bevor er dann zu Bayern gegangen ist, war schon in diversen Jugendnationalmannschaften unterwegs. Also ich verspreche mir da schon vor allen Dingen für die Zukunft, nicht vielleicht für die ersten Wochen jetzt, man muss ihm ein bisschen Eingewöhnungszeit geben, ein bisschen Trainingsrückstand, aber ich verspreche mir für die nächsten Monate da nochmal Leistungsschub von ihm und auch von den anderen. Und dann hoffe ich, dann bringt er uns viel Freude in die nächsten Jahre. Das heißt, er wurde gut ausgebildet, aber wie kam es denn überhaupt zustande, dass er zum VfR kam? Ich meine, ist er auf dich zugegangen oder wie kam das, wenn ich fragen darf? Ja, wir haben ja auch so unsere Kontakte und ein glücklicher Umstand war, dass der Günther Niebauer, unser sportlicher Leiter, mit seinem Vater ja bei BMW zufällig zusammengearbeitet haben, okay, in den letzten Wochen und das Gesprächsthema halt kam, weil die kennen sich halt über auch über ihre Söhne halt schon, wie der Mike in Haching gespielt hat und Lukas in bei Bayern gespielt haben sie gegeneinander gespielt, zwar ein Jahrgang Unterschied, aber da kannte man sich her und da wurde halt nachgefragt, was halt ist, wie es geht und ja, und so kam es halt raus, dass er noch nichts Neues hat, dass er noch vereinslos zum jetzigen Zeitpunkt ist, dann haben wir ihn zum Probetraining eingeladen. Wie gesagt, ich finde, er hat einen guten Eindruck gemacht.
Ich war ja auch beim Training, habe ihn ja auch schon ein bisschen gesehen. Er ist ja ein sehr schneller, kommt über außen, aber wie hat ihn denn die Mannschaft jetzt aufgenommen? Geben die dir da auch Feedback von dem Probetraining oder wie läuft sowas generell bei euch? Ja, also erstmal ist Trainermeinung wichtig und dann wird natürlich mit dem Kapitän und also mit dem Dennis und mit dem Giggs, mit dem Steini wird dann schon ein bisschen Rücksprache gehalten, was sie, wie sie den Jungen fanden. Er hat sich so gegeben, wie er ist, sehr bodenständig, sehr höflich, auch den Jungs gegenüber war er sehr offen in den ersten Tagen. Der Mike kannte ihn schon vom, wie gesagt, vom Sehen und vom Spielen ein bisschen. Und somit wird den Jungs das eigentlich leicht gemacht bei uns. Und ich hoffe, dass er einfach da auch jetzt in den nächsten Wochen einen guten Einstand hat. Wir haben jetzt am Freitagabend den Jungs gesagt, dass wir ihn verpflichten wollen. Gestern hat er mir telefonisch zugesagt und morgen wird er so eine erste offizielle Trainingseinheit absolvieren. Und dann schauen wir, wie schnell er auf Stand kommt und dass wir, wie gesagt, viel Spaß an ihm haben. Wird er fürs Wochenende schon in den Kader nominiert oder entscheidest du das erst im Laufe der Woche, wie sein Trainingsstand ist? Ja, wir haben zurzeit ein paar Verletzte und ein paar Angeschlagene und deswegen ist es sicherlich leicht zurzeit schnell reinzurücken in den Kader. Aber jetzt müssen wir halt die ganzen Formalien noch klären. Er muss noch zum Arzt und Spielerlaubnis muss noch kommen und alles. Das dauert manchmal ein bisschen und ich hoffe, dass es bis Samstag klappt, sodass wir ihn am Samstag direkt in den Kader nehmen können. Wunderbar, dann danke ich dir, dass du Zeit hattest für mich wieder und dann wünsche ich dir noch alles Gute für die Saison und vor allen Dingen, dass du vielleicht nicht mehr so viel Verletzte hast, sondern dass die Jungs alle gut durchkommen. Damit bedanke ich mich, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, auf Wiedersehen.